generelle Bewertung, was ist neu, was hat sich geändert, was ist anders, was ist besser. Und da eben so durchgehen, Risikobewertung, Formblatt. Und ich werde sehr stark auf die zwei Methoden Design und Prozess-FMEA fokussieren, wird aber auch dann versuchen, Ihnen noch ein paar Hilfsmittel an die Hand zu geben, Umsetzungshilfen, mit denen ich jetzt arbeite. Wir wenden es auch schon im Projekt. Und was bedeutet diese Veränderung? Wir können das Organigramm ja gleich beibehalten, können wir ja machen, nur es muss sich in seiner Bedeutung verändern. Und deswegen müssen wir verstehen, warum Organisationen funktionieren. Da haben wir hier so eine typische Matrix-Organisation. Machen wir das jetzt nach Kompetenz oder nach Projekt oder nach Funktion, Plattform? Also es gibt ja da beliebige Regeln. Alexander Schloske auf die Bühne bitten, den Herrn Martin Wertig und den Winfried Dietz. Das darf natürlich auch applaudiert werden. So. Delegierten gesprochen, kriege ich glaube ich ganz gut hin. Und ja, insgesamt, ich weiß da nicht. Da war ich unter anderem das Forum rausgekommen. Das war eines meiner Beiträge zum Thema FMEA, euch hier zusammenzubringen und euch zu bewegen, nachzudenken, vorzudenken. Kriegt man nicht so viel mit, aber ich wollte miteinander einfach sprechen, ich wollte die Leute zusammenbringen, das ist für mich das Wichtigste. Ja, Dankeschön. Also vielen Dank, alle in ihrer Zeit fertig geworden, noch viel früher. I'd like you to turn to a partner next to you, or you can also do pair up as in three, and share your solutions and capture feedback. You just spent literally 2 minutes only. Design thinking, you detect new methods for risk analysis to make it faster.